In regelmäßigen Abständen lesen wir, meist in dramatischem Ton beschrieben, wie viele Fußballfelder rechnerisch täglich in Österreich neu versiegelt werden. Was hinter dem Problem der Bodenversiegelung steckt, warum uns das Thema alle betrifft und welche Ansätze es gibt, die Bodenversiegelung zu reduzieren, dazu mehr in 3 Minuten Umweltrecht. Hallo und herzlich willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Katharina Häusler von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Standorten in Wien und Salzburg. In Österreich ist seit Jahrzehnten der Trend zu beobachten, dass immer mehr Flächen versiegelt werden. Das ist zunächst nicht erstaunlich, werden doch immer wieder neue Gebäude oder Straßen zum Beispiel errichtet und dabei natürlich auch Boden mit einer wasserundurchlässigen Schicht überzogen, im Fachbegriff eben versiegelt. Das Problem dabei ist, dass einmal versiegelte Böden nur mehr sehr schwer in wertvollen Boden zurückverwandelt werden können. Warum ist es für uns alle relevant? Zum einen steht versiegelter Boden natürlich nicht mehr für andere Zwecke zur Verfügung, insbesondere für die Landwirtschaft oder auch für Erholungszwecke. Zum anderen erfüllt ein lebendiger Boden natürlich auch sehr wichtige andere Funktionen. Er bietet Lebensraum für verschiedene Arten und er nimmt Niederschlagswasser auf, das er beim Verdunsten wieder abgibt und damit auch für angenehme Frische sorgt. All dies kann ein versiegelter Boden nur mehr sehr eingeschränkt erfüllen, teilweise auch gar nicht. Und das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass vermehrt Hochwasser auftritt oder es in der Umgebung von versiegelten Flächen sehr heiß wird, wenn die Sonne vom Himmel brütet. Und natürlich sinkt unter versiegelter Fläche die Bodenqualität. Der Gesetzgeber hat dieses Problem erkannt und in den Landesgesetzen, Raumordnung ist in Österreich ja Landessache, finden sich auch schon erste Ansätze dazu. Der ganz grundsätzliche Ansatz wäre zum Beispiel, dass man überhaupt durch bessere Raumplanung die Anzahl der Flächen verringert, die neu in Anspruch genommen werden und damit werden natürlich auch weniger Flächen versiegelt. Ein konkreter Ansatz wäre zum Beispiel, Flächen mehrfach zu nutzen. Zum Beispiel, dass man bei Einkaufszentren oder bei Bürogebäuden zumindest mehrgeschossig plant oder Stellplätze in Tiefgaragen auf Parkdecks errichtet. Das heißt, wenn man schon Flächen versiegelt, die dann wirklich auch mehrfach zu nutzen. Relativ neu ist der Ansatz des Flächenrecyclings. Da geht es darum, dass man Flächen, die schon versiegelt sind, aber nicht mehr genutzt werden, zum Beispiel alte Gewerbestandorte, jetzt neu nutzt für einen neuen Zweck, anstatt wieder neue Fläche zu versiegeln. Und auch das soll jetzt neu forciert werden. Wir dürfen gespannt sein, wie sich diese verschiedenen Ansätze auswirken und ob damit eine Trendumkehr geschafft wird. Wenn wir irgendwann die Anzahl der Flächen in Tischtennisplätzen lesen, dann wissen wir, dass die Trendumkehr wohl geschafft ist.